Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmul. Heute könnte es ganz interessant werden, denn wir haben 49% der Aktien. Heißt, diese Folge werden wir ganz sicher der Bürgermeister werden. Und ich würde auch ganz gerne mal ausprobieren, wie groß die Gasvorkommen werden können. Das würde mich ganz schön interessieren, denn wenn man die quasi unendlich groß machen kann, dann könnte man ja theoretisch auch unendlich viele Profite machen. Weil man den Preis halt eben so hoch treiben kann. So, links steigt der Preis gerade. Okay, ist ein bisschen tiefer. Schnell, bevor der Preis zu stark sinkt, ein bisschen Geld machen. Und da sollten zwei Silos zwischenpassen. Nein. Ich habe das perfekt so aufgebaut, dass es nicht passt. Okay. Dann lagern wir erstmal ein bisschen. Ich kann ja schon mal zwei in der Gegend herumsenden. Wir müssen hier dringend das Silo verbessern. Denn die Preise sind schlecht. Ich fühle mich gezwungen, ein bisschen verkaufen zu müssen. Müssen auf jeden Fall die Wagengröße upgraden. So. Und jetzt ist das noch ein Silo. Preis hält sich so. Buddeln wir mal dorthin. Ich mache tatsächlich kein weiteres Upgrade. Das ist doof. Da ist natürlich ein Stein im Weg. So, hören wir auf zu verkaufen. Oh, das war der Diamant? Ah, okay, interessant. Oh, wir können links verkaufen, das ist sehr schön. Wir brauchen dringend noch mehr Startgeld. 8. Komm schon, ich hätte gerne noch zwei weitere. 10, so. 130 ist natürlich eine Menge Geld. Der sagt, hier drüben ist irgendwas. Setzen wir mal überall ein paar hin. Dann nochmal, keine Ahnung, 3 hier hin. Preis sieht ganz gut aus. Das ist natürlich schön. Da ist was. Machen wir mal so einen Zwischenschritt. Falls wir da mit Gas durch wollen. Dort drüben haben wir auch was. Auch wieder mit einem Zwischenschritt. Können wir das ja auch schon verbessern. Das ja auch auf Stufe 3 bringen. Natürlich findet er es genau in dem Moment. Dringend den Verkauf stoppen. Haben wir kein Gas? Ich glaube, wir haben kein Gas. Sieht bisher nicht danach aus, dass auf jeden Fall ein großes Öl vorkommt. Da müssen wir dringend verbessern. Vielleicht können wir auch... Ja, ist ziemlich teuer. Warte mal, was wenn ich hier ein zweites einfach hier hinbaue? So. Gar nicht mitbekommen. Was dann eins? Sehr schön. So. Also wir haben scheinbar kein Gas. Also so gar kein Gas. So viel dazu, kann man mal ausprobieren, wie groß die Gasvorkommen werden können. Oh, wir haben eins. Wir haben eins. Das ist ganz unten. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich groß machen können. Das ist halt die Sache. Verkaufen wir ein bisschen. Holen wir nochmal ein paar Pferde. Also was ich machen will, ist wirklich... hier so ein gigantisches Feld aufspannen. Ja, das müssen wir schon deutlich größer machen, damit wir das irgendwie nutzen können. Ich denke da irgendwie so dran. Und dann müssen wir halt eben ein bisschen warten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Öl. Und dieses eine Gasvorkommen ist halt schon ein bisschen traurig. Wie viel ist da noch drin?
Ah, noch einiges. Tief geht das. Ziemlich tief. Okay, das klärt eine Menge Fragen. Die können wir auch abschließen. So und so. Oh, wir müssen dringend aufhören zu verkaufen. Das mache ich hier die ganze Zeit mit schrecklichen Preisen. Das wird nicht zufällig noch größer. Sieht nicht so aus. Sieht tatsächlich nicht so aus. Jetzt würde es deutlich tiefer gehen. Das ist natürlich doof. Und gemein. Muss ich das hier unten entlang verbinden. Dann werden wir natürlich kein besonders großes Gasvorkommen bekommen. Kommen wir da durch? Nö. Kommen wir da hinten durch? Vielleicht. Da sollten wir aber durchkommen. So, bis nach oben. Ja, das wird nicht besonders groß. Schade eigentlich. Schon Oktober. Schick einfach mal einen raus, also es wird wahrscheinlich gar nichts mehr geben. Vielleicht noch hier ein, zwei hinschicken. Den Diamanten haben wir auch schon, also macht das da keinen großen Unterschied. Dann können wir das hier einmal verbessern. Schade, ein bisschen wenig Gas, muss ich schon zugeben. Dann erhöhen wir mal den Preis. Verkaufen alles, was wir haben. So, der wird auch nichts mehr finden, also vollkommen irrelevant. Und dementsprechend haben wir alles, da haben wir einiges an Geld verschwendet. Also, ja, das war einfach ein bisschen zu spät. Ihr seht auch, der Profit ist da deutlich nach unten gegangen. 1,56 Dollar pro Fass war nicht ganz so toll. Menge für Rohre ausgegeben. Menge für Maulwürfe, für Wagen. Es war einfach zu tief. Und ist natürlich auch nicht weiter nach unten gegangen. Ja, versuchen wir es mal nochmal. So, 46.000. Ja, knapp übers Doppelte von Daisy. Die haben alle ziemlich gut abgeschnitten, besser als letztes Mal. Ja, ein Stück Land mit viel Öl. Wir haben da momentan eigentlich ziemlich viel an der Stelle. Sind alle ziemlich schlecht. Daher würde ich es erstmal nicht machen. Sondern eine hübsche Land... Ui, eine hübsche Landauktion. Gehen natürlich hier hin. Und dann erhoffen wir uns auf ein bisschen viel Öl. So, Aktienauktion. 4% Aktien. Wir werden Bürgermeister. Das sage ich dazu. Denn diese 4% bringen mich auf 53%. Und dementsprechend werde ich dann Bürgermeister. Ich würde tatsächlich ein bisschen mehr zahlen als sonst. 25.000 oder so. Einfach damit mir niemand das wegschnappt. So, 24.007. Also fast perfekt. Großartig, du hast die Mehrheit der Aktien erworben und wirst der neue Bürgermeister. Aber bevor wir den Kuchen auf den Tisch stellen, sollten wir den Rest des Landes bewirtschaften und etwas extra Geld verdienen. Ja, habe ich nichts dagegen. Holen wir uns das gesamte Öl, was wir hier noch haben. Hoffen wir mal auf ein bisschen mehr Öl. Auf deutlich mehr Gas. Damit wir hier richtig schön was anfangen können. Gehen wir nach links, da steigt es gerade an. So. Okay, das Öl ist deutlich tiefer. Bisschen verkaufen. Ich glaube, ich gehe darüber. Ja, ja. Dauert halt noch ein bisschen. So, und dann ein Silo.
Das ist ein ziemlich großes Vorkommen. Ich würde vielleicht noch einmal verkaufen, damit wir hier den Wagen verbessern können. Und dann würde ich auch das beenden. Ich würde in der Mitte gerne genug Platz haben für ein großes Super-Silo. Ich denke, das ist genug. Sollte reichen, ganz knapp. So, schreckliche Preise, das mag man natürlich. Schleunigen wir ein bisschen. Kaufen ein bisschen auf der rechten Seite. Wir brauchen Zeit, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Denn unser größter Feind ist halt eben die Zeit. Da kann man nichts gegen sagen. Noch ein Silo. Das Öl ist ziemlich tief. Und da ist ein Stein. Das ist toll. 5, so. Noch ein bisschen Öl verkaufen. Okay, das ist ein sehr großes Ölvorkommen. Gut, dann nehmen wir es halt eben in Kauf. Und verbessern direkt die Rohre hier. Und hier mal ein bisschen Geld aus. Da ist ein Gasvorkommen. Ist aber auch schon ziemlich dicht an der Oberfläche. Ich würde das hier gerne für unsere Experimente nutzen. Dazu verkaufen wir aber erstmal eine Menge Öl nach links. Beschleunigen wir ein bisschen die Zeit. Verbinden das. Dann machen wir das. Und jetzt bringen wir uns vorbei. 1, 2. Dann können wir uns hierauf konzentrieren. Wo hört hier das Öl auf? Okay. Ich würde sagen, wir machen so. So. Ja, so groß wird es wahrscheinlich nicht werden. Hoppla. Jetzt mal schnell 10 Stück da reingefeuert. Dann schließen wir die alle. Komm schon. Nebenbei mal ein bisschen was upgraden. Und dann schließen wir die hier alle. So. Da unten ist noch was. Interessant. Wie groß ist das? Das verbinde ich hiermit. Dann wird das ganze Öl ziemlich schnell rausgejagt. Ja, das sollte passen. So, schauen wir mal. Es wird teuer. Ich will mal so eine richtig gute Ansicht drauf haben. Dazu verkaufen wir eben ein bisschen Öl. So. Sollte aber reichen. Und machen wir so. Jetzt schauen wir zu, wie es so richtig schön groß wird. Ich kann es leider nicht upgraden. Verkaufen wir einen Wagen voll links, um unsere Silos zu verbessern. Denn wir werden hier eine Menge Gas haben. Ich kann es leider nicht ganz miteinander verbinden. So, jetzt aber gut. Dann lagern wir ein bisschen ein. Vielleicht wird's. Ah, schade. Es gibt vielleicht sogar ein Maximum. Also es hat ja noch nicht mal den Rand berührt, aber es hat schon aufgehört. Ich muss wieder ein bisschen verkaufen, weil wir keinen Silo-Platz mehr haben. Kann ich da ein Super-Silo hinklatschen? Nein. Also man kann auf jeden Fall 3 Super-Silos hinbauen. Komm schon, geh weg. Bitte, danke. Es wird wahrscheinlich auch kein weiteres Öl mehr geben. Vielleicht Gas. Vielleicht Diamanten. Weiß. Momentan haben wir nicht wirklich das Geld dazu, um es herauszufinden. So. Damit verbessern wir die hier.
Und wir müssen tatsächlich ein bisschen verkaufen. Denn unsere Silos und unsere Dingstars laufen voll. Genau. Es gibt halt noch eine Menge Öl. Hier. Daher weiß ich nicht. Eigentlich will ich das mit dem Gas noch nicht jetzt machen. Andererseits müssen wir jetzt eine Menge Öl loswerden, damit das nicht überläuft. Der Preis ist auch gerade schön hoch. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Bis Ende Oktober oder so. Bis wir ein bisschen mehr rausgeholt haben. Ich meine, jetzt lohnt es sich auch fast nicht mehr für selbst so schlechte Preise zu verkaufen. Okay, genug. Okay, dann öffnen wir hier die Schleusen und schauen mal, wie viel Geld uns das einbringen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir schön alles verkauft. Und das wird es jetzt wahrscheinlich auch gewesen sein. Ja. Achso. Ah. Das könnte auch eine Sache sein, ihr seht, wie das Gasvorkommen sehr dicht an dem Ölvorkommen dran war. Vielleicht war das ein Grund, warum das aufgehört hat zu wachsen. Also, wir haben es ausprobiert. Meine Antwort darauf lautet, ich weiß es nicht genau. Vielleicht könnte es noch größer werden. Auf jeden Fall haben wir da einen hübschen Profit gemacht, 1,63 Dollar. Ja, wir haben auf der linken Seite ein bisschen zu lange das immer verkaufen lassen. Bei sehr schlechten Preisen. Rohre 4023, Wagen 3000, danach Rohr-Upgrades Stufe 2. Das könnte tatsächlich sein, dass es einfach zu dicht dran war und deshalb aufgehört hat. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal nachgucken müssen. Jedenfalls nochmal die Profite vergleichen. Und wir haben ja 3,5-fach. So viel wie Ricardo. Also nicht schlecht. Schauen wir mal. Ja, wir werden jetzt kein Land benötigen. Es gibt tatsächlich immer noch eine Aktienauktion. Ich weiß nicht warum. Unser Land war tatsächlich nicht das Beste. Ich würde tatsächlich hier nach unten gehen wollen. Ich meine, es kostet 4000. Versuchen wir es mal hier oben. Oder auch nicht. Okay, das wird langsam verrückt. Moment. Beide haben 10.000 gezahlt. Okay, versuchen wir es nochmal hier unten. 12.000. Ich will dieses Stück Land haben. Oh mein Gott. Oh. Wir haben 12.000 dafür ausgegeben. Blanche hat gar kein Geld mehr. Blanche hat nicht mal genug Geld, um hier loszufahren. Das heißt, wir würden auf jeden Fall ein Darlehen holen müssen. Da hat sie sich wahrscheinlich ein bisschen übernommen. Wir sind sehr dicht beieinander, Blanche und ich. Aber ich habe halt irgendwie 150.000 mehr oder so. Ich weiß nicht, eigentlich brauchen wir keine Aktie mehr. Wäre aber an sich ganz witzig, trotzdem weiter zu kaufen. Dann können wir, keine Ahnung, irgendwie über 80% haben. Ach, ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall nicht 20.000 zahlen. Deutlich weniger. Ja, okay. Ich hätte vielleicht 15.000 bezahlt. Hey, Ricardo hat 4% bekommen. Endlich. Damit ist er fast auf dem Level von Blanche und Daisy. Hat aber auch deutlich weniger Geld ausgegeben. Jedenfalls Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!